So, ich hoffe, wir sind jetzt online. Test 1, 2, Test 1, 2. Schauen wir mal kurz rein. So, Musik ist eingestellt. Stream sollte passen, ja. Also laut Twitch am Notebook sind wir jetzt online. So, hallo, grüß euch. Willkommen zu einem neuen FIFA Mobile Stream von mir, dem Konsti. Heute, 29. Dezember, glaube ich. Ist wieder ein paar Tage her, dass wir das letzte Mal gestreamt haben. Ich war ein bisschen beschäftigt, Real Life, hatte einiges zu tun. Und es hat sich auch im Spiel einiges getan. Loggen wir uns mal ein, jetzt so halbe, dreiviertel Stunde nach Reset. Ja, die drei üblichen Frostköder. Was gibt es an der heutigen täglichen Belohnung? Tag 29. Beschert uns wieder mal 1,6 Millionen Münzen, ist okay. Münzen kann man immer gut gebrauchen. Es hat sich einiges getan seit unserem letzten Stream. Zum einen habe ich offstream mein Team gemaxt. Zumindest mal mein momentan aktuelles Main Team. Wie ihr seht, ich habe jetzt alle Spieler auf 120 gepusht durch Marktverkäufe. Wir müssen dann noch Skillboosts upgraden. Werden wir dann machen. Ich war die letzten Tage nicht so aktiv im Spiel. Sieht man jetzt hier auch an den Markt, Inbox, Nachrichten. Ja, ein paar Verkäufe habe ich, aber viele sind hier auch abgelaufen. Die müsste ich dann wieder listen. Primär auch Silberspieler. Schauen wir, ob sich da irgendwer in der Zwischenzeit verkauft hat. An und für sich nur ein paar Silberspieler. Ich werde mal die Spieler claimen. Naja, ein paar sind da doch rausgegangen. 77er, 78er und so weiter. Bronze-Spieler, Silberspieler. Aber ich bin auch mit den Preisen runtergegangen auf 20k. Das heißt, fangen wir mal an mit der Schneeflocke, mit Freeze Event, damit wir hier die Energie runterspielen. Aber was machen wir heute im Stream? Wir werden den täglichen Grind machen, wir werden die Marktclaims machen, ich werde mir einen weiteren 50.000k Skillboost holen mit den 12.500 Gems. Das Angebot kann man ja dreimal im Flash Sale Store holen. Ich werde das heute zum zweiten Mal machen. Und ich werde derweil einmal auf der 4-1-4-1 Aufstellung bleiben. Wie gesagt, wir haben die wichtigsten Spieler auf 120 gemaxt und können uns dann auf Skillboost und auch langsam auf Rang-Upgrade fokussieren. Werden wir sehen, wie viele Coins wir heute holen. Ich schätze mal nicht mehr als 10 bis 20 Millionen. Wie gesagt, ich war die letzten Tage aufgrund von Real-Life-Sachen und ziemlich viel die anderweitige Tätigkeiten nicht so aktiv im Spiel. Seasons sind wir auch nur so auf 1,8 Millionen Fans gekommen. Ich habe die FIFA Superstars nicht erreicht, hatte einfach leider nicht genug Zeit zum Grinden. Wir haben noch diese Saison. Ich werde schauen, dass ich da so weit wie möglich grinde. Aber grundsätzlich ist die Luft ein bisschen draußen in der Saison. Also ich habe das Team jetzt auf 120 gemaxt und werde schauen, dass ich die Saison zwar noch, ja, ruhmvoll beende, aber jetzt ohne wirklich große weiteren Ziele. Also vielleicht das OBA eben noch pushen mit den Rang-Upgrades. Wir haben jetzt das Main Team auf 219. Wenn ich auf 230 komme, wäre das toll. Also noch ein paar Level Skill Boost und die Ränge vor allem. Mit Rängen erwarte ich mir schon so ein Minimum von 5 bis 10 OBAs, die wir da verbessern können. So, machen wir mal die Schneeflocke weiter. Schauen wir mal, aktivieren wir mal den Chat. Ist da jetzt jemand schon da? Derweil noch niemand. Okay, Chat ist mal aktiviert. So, wir holen uns mal hier die ganzen Dorfpunkte ab. Wir machen jetzt auch die Star-Skill-Spiele, schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Okay, das ist ein ziemlich leichtes Skill-Spiel hier.
So guys, German introduction is done. Want to welcome everybody to my stream. It's been a couple days since I streamed lately. Sorry for not being able to bring content the last days. I was quite busy, especially in real life with some issues. This is my first stream, I think, since 3 or 4 days. I did upgrade my team. I maxed out the players to 120. In the meantime, also because of league pressure, we wanted to facilitate our upgrades. I can show you that then afterwards in the league. We're gonna obviously start streams here as usual with the Snowflake. We're gonna claim our marked sales. I haven't really been that active in the market. I've been dumping silvers for like 20k and my division rivals for 250k. Prices which are compared to the last weeks and months dumping prices, because I used to list them for like silvers at least 50k and then division rivals golds for at least like 500k. But I still have quite a bit of inventory and stock. I reckon like over 1,500 cards. And I mean, we're getting close to the end of the year and January is upcoming and new FIFA Mobile seasons is around the corner. So I've been going down with listing prices, just trying to sell my stock and turning over those cards into coins. As I have done that the last days in order to upgrade my team to 120. But I reckon we'll still need like around 100 to 200 million coins for skill boost upgrades and especially then for the rank ups. We're going to need more coins for rank ups. At the moment, I only have 4 million. Probably be able to claim 10, 20 million with sales today. To be honest, the big motivation of this season is over. All of my goals are reached. Unfortunately, I wasn't able to reach FIFA Superstars last season in the last Division Rivals head-to-head season. I did get up to like 1.8 million fans. I just didn't have enough time to grind thoroughly when the season ended on Monday. But there is still this one last season running, so we will try to at least grind as far as we can. But I'm not gonna take it too serious. I would love to get to the top 250, but I think last season we needed almost 2.1 million fans, so I was like 300,000 fans shy of that, just because I started grinding too late and I was also too inconsistent, to be honest. So we finished the Snowflake. We have this one more CPU game. I'm gonna play that off stream later. Snowflake is done. Let's take a look into the winter section. Let's go for Trippier. I'm not sure if we can claim him yet today, but we will be close and should be able to claim him in like latest in the next 1 or 2 days, I think. There's not many village points here missing at the moment. As we do are able to get 1,600 boosts here, I'm always looking forward to get boosts. We have 2,500 more. We get more coins. 1,340. Is that enough to claim Trippier? Yes, it is. So we can get Trippier today, which is nice. And we can swap Trippier then for Arnold. So Trippier, welcome to my team. We're gonna have to train him still. He's only at 115. But let's take a look. Trippier. I mean, Arnold also has 20 ranks. If we upgrade Trippier to 120, he is gonna be better. Let's take a look at his stats in detail. Yeah, shot power will be maxed out. Finishing, long shot, not that strong. Sprint speed, not that strong. But remember, he has 5 less OVR. If we train him, free kick and agility already better. All of these other stats here, vision, curl, dribbling, ball control, reaction, marking, balance is already maxed out. What else here? Just compare Arnold. Yeah, even already his slide tackling, heading, jumping is better. So we're going to put Trippier in at the moment, as it does put me down to 217. Also because of the skill boost. Okay,
So we will have to upgrade the skill boost too. So I'll let Arnold in my main team for the time being. But in the other formations, we can put in Trippier. Yeah, we will put in Trippier. As then with the mark claims, I am going to try to train up Trippier and especially his skill boost then. We'll see if we have enough coins. We're going to have to generate more coins in the next days. Trippier here. Okay. Trippier also here. Where is our fellow? Let's just look for him with OVR. 120 maybe. Yes. And then once we have Trippier trained up and the skill boost, the 20 ranks of Arnold, we can then swap to a different player. Okay, and this is my Rapid Wien team. Okay, let's go back into the freeze event. Let's take a look if there is anything else interesting, especially here in the fishing section today. As we can claim the 25 legendary shards, we have already invested 800 lures here, which is nice. So let's get the shards here. How far are we from the 1,200? Yeah, we have 951. So still quite a ways to go here. 249 lures are still required. As we do have village points in today and the skill boost tool and 108 de Ketelar. Ideally, I'd want to have the skill boost and the village points. So let's just hope that we get those two soon and the skill boosts first. As you see, we still have 150 lures. That's quite all right. So let's fish here until we get at least the village points. As soon as I get the village points, I am going to stop the fishing. And I'm going to get 50,000 skill boosts from the flash sale offer for the 12,500 gems. Because I still have 42,000 gems. If I get 50,000 more skill boosts, I'll have another 30,000 gems. So I'll still be suited with gems. And I'm hoping then to be able to upgrade some skill boosts here. As we will probably not have enough coins to do all of these upgrades, we want to upgrade the skill boost of Arnold. I only have it, I think, on level 17. I actually have to look which... Trippier. We have to look what skill boost he's using. And we're going to have to train him to 120. So that's... Okay, we get the skill boost, 1,000. That's perfect. Now, if we get the village points soon, I'm a happy man. Ideally, if we get it like before 130, 125, I'd be happy. Just to have enough lures in acid for the next days and weeks for the upcoming daily catch of the day rewards. Scrap tickets is not ideal. At least we get our lures back. Obviously, I'm going to want to keep some gems here for the milestone. If we are not able to get to 2,000 here, I mean, I do want to make the 2,000 milestone here for the now and later points. We should be able to get the 1,200 easily in the next days, but 1,500, 2,000, without spending any gems, it might be a challenge. Servus Pasti, grüß dich, willkommen in meinem Stream. Kannst du Trippier immer noch schaffen? Kommt drauf an, wie weit du bist. Ich habe mir jetzt gerade heute Trippier geholt. Wie du hier sehen kannst, wir haben heute hier die letzten vier Belohnungen. Ich glaube, wir haben hier angefangen mit den seltenen Schildern, mit den Skill Boosts, den Coins und Trippier eben heute geholt. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie weit du hier im Pfad bist. Und auf jeden Fall würde ich dir empfehlen,
heute die Dorfpunkte zu fischen. Es gibt hier heute 750 Dorfpunkte, die bringen dich dann auch ein Stück weiter. Kannst du nicht einfach nur von oben gehen? Na, du musst beide Pfade hier abschließen. Das kann ich dir zeigen. Wenn du jetzt zum Beispiel hier im Winterteil bist, du musst den Pfad hier oben gehen, ja, und runter, als auch hier in der Mitte runter und nach links. Das kann ich dir hier in der Nachtsektion perfekt zeigen. Wenn du jetzt hier bist, ja, dann steht hier oben links 11 und unten links 6 ab, ja. Unten links 6 ist eben diese Belohnung hier und links 11 ist diese. Das heißt, du musst beide Pfade absolvieren und alle Belohnungen da claimen, um den Spieler abholen zu können. Dann packst du es nicht mehr. Naja, es gibt ja jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber jeden einen oder anderen Tag hier Dorfpunkte in der Eisangelstelle zum Fischen. Und eventuell kriegen wir auch noch in den täglichen Kalender, also im Geschenkkalender, noch Dorfpunkte, sowie natürlich in den Pässen, Aurora Pass und den anderen Event Pass. Und das Event geht ja noch knapp 3 Wochen, das heißt, es wäre schon durchaus noch möglich, weil es ist auf jeden Fall möglich, 215er zu holen, ja, und wir haben jetzt circa Halbzeit. Das heißt, ich denke schon, dass GP noch möglich ist. Aber es erfordert natürlich einen täglichen Grind. So, sobald wir eben die Dorfpunkte hier haben, werden wir mit dem Fischen aufhören. Mich interessieren hier nur noch die 750 Dorfpunkte. Sobald wir die haben, sind wir dann auch mit dem Freeze-Event für heute fertig. Die Schneeflocke haben wir ja schon erledigt. Und die Dorfpunkte haben wir jetzt eben schon ausgegeben für GP heute. Wir werden probieren, ihn ein bisschen abzugraden. Wir werden seinen Skillboost upgraden. Den habe ich, glaube ich, erst auf Level 16 oder 17. In den letzten Tagen, wo ich nicht gestreamt habe, war ich jetzt nicht so aktiv im Spiel. Habe aber mein Main-Team, also alle Karten, auf 120 hochgelevelt. Hauptsächlich aus dem Grund, damit wir einfach in der Liga ein bisschen stärker sind. Da war ich mit meinem Team OVA ein bisschen hinterher, kann ich euch dann auch zeigen. Da haben schon einige Mitglieder von unserer Liga 220 bis 225 Gesamtstärke. Und da wollte ich einfach auch ein bisschen nachziehen. Auch aus dem Grund, da unsere Performance in den letzten Duellen nicht wirklich von Ruhm gekürt war, weil wir doch eher relativ viele Niederlagen hatten und jetzt nur noch so um Rang 500 rangieren. Und das eigentlich unser Minimalziel ist, am Ende der Saison unter die Top 500 zu kommen. Perfekt, wir haben die Dorfpunkte. Wir haben hier die 750 Dorfpunkte und können jetzt dann noch die Köder umtauschen. Da kriegen wir, glaube ich, jetzt noch 4 Stück. Und haben dann 4 extra, also wir tauschen jetzt die Fundstück-Tickets um in Frostköder. Ihr wisst ja, 4 Fundstück-Tickets bringen ein Frostköder. So, perfekt. Gut, ich kann euch schnell dann die Verkäufe zeigen. Ihr seht es hier selber. Ich habe 624 Inbox-Nachrichten. Liga-Duelle habe ich jetzt nicht so extrem gegrindet. Wollte ich eigentlich nur unter die Top 50 kommen. Habe ich geschafft. Da können wir uns die Vorteilspunkte abholen. Ich habe hier ein paar Verkäufe gehabt, aber bin auch mit den Preisen runtergegangen. Aber auch sehr viele Silberkarten, die eben nicht rausgegangen sind. Das sind dann ab und zu haben sich dann hier noch ein paar Verkäufe eingeschlichen. Die meisten sind aber eben verworfen. Hier 2 Silberkarten. Aber ich liste die Silberkarten nur noch so um für 20k. Da noch eine Silberkarte
habe immer noch so 500, 600 Silberkarten, die ich einfach jetzt zu Dumpingpreisen für 20k liste. Früher habe ich die nie für unter 50k draufgestellt. Division Rivals Goldkarten sind auch ausgelaufen, da haben sich auch ein paar verkauft. Die stelle ich so jetzt für ja, so 200 bis 300 die ganzen Karten, die ich noch immer habe, in Coins umzuwandeln. Schauen wir uns das jetzt einmal hier im Detail an, was für Karten ich verkauft habe. Ihr seht, ich habe immer noch ziemlich hohe OVA-Karten hier, die noch nicht rausgegangen sind. Investieren tue ich nicht mehr. Es geht jetzt einfach hauptsächlich darum, die Karten zu verkaufen. Ja, da haben wir Team of the Week Cards hier für so 200 bis 250k, eine Rivalenkarte hier, 97er Ox Chamberlain für 500k raus, Traoré für 900k. Die ganzen Team of the Week Cards so 200 bis 250, 300k. Eine Bronze-Karte hier für 20k. Die Gold 79er, 78er, so 250k pro Karte. Nicht mehr das, was es früher gebracht hat an Erträgen. Aber es kommt, ich schätze mal doch, so 20 Millionen Coins sollten wir da schon irgendwie jetzt einnehmen. Musialas hier 900k, die habe ich für so 700, 750 Massen investiert, immer noch ein akzeptables Plus. Rivalenkarten hier 400, 500k, Mukta 1 Million, Silber. Ja, es sind Silber, Gold, es sind die üblichen Verkäufe hier. Wie ihr hier seht, Silberkarten so 25k, nicht mehr für die Preise, die ich sie früher gelistet habe, aber immerhin rechne ich damit, dass ich die auch loswerde. Ja, hier kommen dann die nicht verkauften. Das heißt, wir claimen einmal alle Verkäufe. Wir sind jetzt bei wie viel? Lass mich mal schauen. Ja, knappe 6 Millionen. 5, irgendwas Millionen hatten wir. 5,7 glaube ich. Und ja, ich hoffe so viel mehr als 20, 25 Millionen Coins werden es dann am Ende nicht sein. So, und ich werde die Karten dann jetzt, die nicht rausgegangen sind, jetzt nicht abholen und löschen, weil ich dann glaube ich über 1200 habe und mich das aus dem Spiel raushaut. Und werde die dann offstream dann nachher wieder listen. Naja, die Server sind jetzt ein bisschen langsam. Hey, Itisobo, what's up? Welcome to my stream. How are you doing? So, we're just claiming our marked sales here. We have claimed Trippier from the Winter Village section. We're still going to have to upgrade him. I'm going to have to upgrade his boosts. Probably not going to have enough coins to upgrade him to 120. But we did upgrade our main team to 120. I mean, all of the cards in my main team from my 4-1-4-1 formation, as we are having a 219 OVR. I could still upgrade some skill boosts. And... Itzobo, sprichst eh Deutsch. Alles okay, mir geht's ganz gut. Konnte leider die letzten Tage nicht so aktiv spielen und streamen. Ich glaube, der letzte Stream ist schon 3-4 Tage her. Paar Sachen real life zu erledigen. In der Zwischenzeit, in den letzten paar Tagen, habe ich offstream das Main Team auf 120 gepusht, alle Karten. Die Spieler eigentlich zu Dumpingpreisen hier raufgelistet, also im Vergleich zu früher, zu den Phishing-Preisen eigentlich ein Klacks. Mit Silber bin ich runtergegangen, so auf 20, 25k. Ich habe die früher nie für unter 50k draufgestellt. Das gleiche mit den Division Rival Gold Karten, so für 200 bis 300k stelle ich die drauf, einfach um mehr Verkäufe zu haben, weil ich immer noch so viele Karten einfach habe im Inventar und wir jetzt wirklich in einer Phase der Saison angekommen sind, wo wir wirklich die Karten einfach loswerden wollen. Ja, auch wenn das dann zu einem Bruchteil von den Erträgen sind, die wir früher gehabt haben, ist es jetzt einfach an der Zeit, diese ganzen Karten in Coins umzumünzen. Da wir immer noch Coins brauchen werden, erstens mal für die Skillboost-Upgrades. Ich werde mir jetzt dann im Flash-Sale wieder 50.000 Skillboosts für 12.500 Gems holen. Und wir noch gar nicht einmal mit den Rängen, also mit den Schildern,
des Rang-Upgrades von den Karten begonnen haben. Und da werden wir sicher auch so 50 bis 100 Millionen Coins brauchen. Das heißt, ich werde in den nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall so mindestens, ja, eben diesen Wert von 100 Millionen Coins brauchen und eben verkaufen müssen an Karten, an Coinwert, um diese Upgrades dann auch durchführen zu können. Schauen wir mal, ob sich da noch wer verkauft hat. Ja, dann noch ein paar Silber. So, die ganzen abgelaufenen Karten werde ich dann nach dem Stream wieder listen. Ich glaube, wenn ich jetzt alle löschen würde, würde mich das aus dem Spiel raushauen. Gibt es dann noch wer das? Ja, da haben wir noch ein paar Verkäufe. Weitere Silberkarten. So, wir hatten knapp 6 Millionen am Anfang. Da noch weitere Silberkarten. Okay, dann. Gut, und sind jetzt bei 22 Millionen. Ja, also das sind knapp, ja, ein bisschen mehr als 15 Millionen jetzt, die ich schätze mal seit gestern hatte, weil ich habe in der Zwischenzeit ja auch Verkäufe eingenommen und mir geholt, um hier eben mein Team jetzt alle Karten auf 120 zu pushen. Ja? Und wir werden schauen, dass wir eben jetzt Trippier, den wir geholt haben, auch auf 120 pushen. Schauen wir mal, ob ich Verteidiger habe genug. Ja, Hammer. Und schauen wir dann auch, was der Spaß kosten wird. Alaba werde ich behalten derweil. Ja, aber wir werden mehr Verteidiger brauchen. Habe ich noch irgendwelche XP? Glaube ich, habe ich auch wenig. Ja, da haben wir noch ein paar XP. Gut, die ganzen XP können wir mal reinhauen. Ich werde in der Weile mal auf 117 trainieren. Und eventuell dann bis zum nächsten Stream voll auf 120 hochtrainieren. Wenn wir jetzt ihn trainieren auf 117, 7,2 Millionen Münzen, dann werden wir noch knapp 15 Millionen Coins haben. Die können wir dann in Skillboosts investieren. Da sollten keine weiteren XP drin sein. Okay. Tun wir nochmal auf 117 trainieren. Schauen wir mal, was sich da verbessert. Aggressivität, Beweglichkeit, Sprungkraft. Beweglichkeit 138 ist gut. Sprintgeschwindigkeit 136. Kopfball 128, das passt. Schusskraft ist voll ausgepowert, Weitschuss 128, Positionsspiel 127, Stärke 128, das passt. Und ich würde sagen, wir wollen ja auch sein Skillboost hochtrainieren. Er ist ja erst bei Level 15, glaube ich sogar mehr, oder? Schauen wir mal rein. Ich meine, Dribbling könnten wir. Ja, Bale und Grealish. Ich meine, das ist ja jetzt quasi mein Hauptteam. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf das Na, wisst ihr was? Ich werde mal mein Hauptteam dabei so lassen und den Skillboost hier upgraden von Grealish und Bale. Vielleicht erreichen wir dadurch die 220. Das wäre fein. So, da haben wir noch 6,5 Millionen Coins. Haben wir dadurch die 220? Nein, haben wir nicht. Gehen wir mal in das zweite Team von mir und schauen wir, ob